Du hörst den Podcast zum Lernen lernen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Herzlich willkommen in Vogtis Podcast-Show, Bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Unser heutiges Thema, Hochbegabung oder Schluckauf und Zitronenfalter. Ich hatte letztens Besuch von einer kleinen Helene. Helene ist ein Goldstück, könnte man sagen. Also leuchtende Kulleraugen, strahlend, wenn eine herausfordernde Aufgabe gestellt wird und dann wieder mal nachdenklich. Die kleine Helene, die sagt nichts, ohne vorher nachgedacht zu haben. Sie ist 9 Jahre alt, geht in die 3. Klasse und ja, langweilt sich dort oft. Meistens so nach 3-4 Minuten ist ihr klar, was der Lehrer von ihr will und hat dann meistens auch alles schon verstanden, während ihre Mitschüler sich erstmal mit den Aufgaben vertraut machen. Helene ist hochbegabt. Also ihre Mutti kam mal zu mir und sagte, sie war beim Schulpsychologen, sie ahnte schon sowas und es hatte sich dann auch relativ schnell bestätigt. Sie hat also einen viel höheren IQ in bestimmten Bereichen als ihre Mitschüler. Sie nimmt also Dinge wahr, die andere Schüler gar nicht bemerken würden. Sie webt neue Informationen scheinbar mühelos in ihr Wissensnetz, was sowieso schon recht beachtlich ist. Und ihre Mitschüler, die haben große Mühe, sich auch nur die Hälfte davon zu merken. Jetzt könnte man natürlich denken, wow, welch Glück, solche Kinder zu haben, nicht? Also, ja, aber vielleicht kennst du ja auch den genialen Detektiv aus San Francisco, Adrian Monk. Also den lieben wir zum Beispiel, meine Frau und ich. Da verpassen wir eigentlich keine Serie und haben bestimmt einige auch schon doppelt gesehen. Der einfach genial ist, der Mann. Und der sagte immer, ja, er hat so eine besondere Gabe. Es ist ein Segen und ein Fluch. Jetzt könnte man sagen, Moment mal. Also die Sorgen möchte ich haben. Also Eltern, deren Kinder sich mühsam durch den Schulstoff quälen müssen und dann trotzdem Probleme haben, wenigstens auf 4 zu kommen und dann kommen dann Eltern daher, deren Kind also scheinbar alles leicht begreift und die klagen auch. Ja, das ist halt deswegen so, weil wir unser Schulsystem haben. Also ein Fluch ist es nämlich dann, wenn die kleine Helene nicht genau den Stoff bekommt zum Lernen, den sie eigentlich bräuchte. Das Schlimmste, was einem Schüler passieren kann in einem Unterricht, ist, dass er sich langweilt. Das geschieht aber mit unserer Struktur, denn das ist nämlich immer dann, wenn der Lernstoff überhaupt gar keine Herausforderung mehr darstellt. Frontalunterricht zum Beispiel ist ja ganz häufig so ein Allheilmittel und das kommt allerdings wirklich nur durchschnittlich begabten Schülern zugute. Also der Hochbegabte langweilt sich, weil es viel zu leicht ist für ihn und derjenige, der sowieso Probleme hat mit dem Begreifen, der ist dann immer noch schwer überfordert. Und für den Lehrer, der einen Lehrplan zu erfüllen hat, ist das also eine höchst komplizierte Aufgabe. Und wenn ich also nicht übermotiviert bin als Lehrer, dann mache ich meinen Stoff und muss natürlich in Kauf nehmen, dass die einen sich langweilen, die anderen überfordert sind und die meisten, da geht es aber durch, nicht? Also für die trifft das ja ganz gut zu. So, das Problem ist aber das, wenn der Hochbegabte, wenn ein Hochbegabter dabei ist, die sind nämlich sehr kreativ und die beschäftigen sich, garantiert beschäftigen die sich. Dann beginnen sie nämlich anderweitig sich umzugucken, also sie haben fast nie den Blick vorne zur Tafel, sondern sie necken dann ihre Mitschüler und fallen plötzlich mit einem kippelnden Stuhl um, machen den Klassenclown, malen in ihr Heft oder in das ihres Nachbarn. Ja,
Ihr Gehirn schreit regelrecht nach Beschäftigung. Doch für den Lehrer, der dafür zu sorgen hat, dass alle Schüler gut lernen können, wird der Schüler dann natürlich zum Störer. Ermahnung, man spricht mit ihm, es reicht nicht, es gibt Verweise, die Eltern werden zur Schule eingeladen, Elternkonferenzen werden einberufen. Was macht man mit so einem, der den ganzen Unterricht stört? Manchmal reagieren die Kinder selbst, indem sie plötzlich so ein Symptom kriegen, dass sie also krank wären. Und dann bleiben sie dem Unterricht fern und manchmal bleiben sie dem Unterricht auch unentschuldigt fern oder werden zum Schulverweigerer. Ja, wie sieht nun so eine Lösung aus? Das ist tatsächlich nicht so leicht mit unserem System. Also die Überschrift wäre in jedem Fall, jeder nach seinen Bedürfnissen, seinen Begabungen, auch nach seinen Lerngeschwindigkeiten. Also die überdurchschnittlich intelligenten Kinder, die brauchen halt mehr Herausforderungen. Und die müssen also deutlich mehr Aufgaben erfüllen können, die aber trotzdem für sie sinnvoll sind. Also jedenfalls sinnvoll erachtet werden. Und die langsam lernenden Schüler brauchen halt viel mehr Zeit als der Durchschnitt. Aber die Frage ist natürlich, ist das in unseren Schulen überhaupt umsetzbar? Also ich war ja mal Trainer für ein halbes Jahr für Schülercoaches in der evangelischen Schule Zentrum in Berlin. Also die Schule hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe dort erlebt, wie die Schulstimmung auf jeden Fall ist. Und die 10 Kinder, die ich dort hatte, das waren also alles sehr, sehr selbstbewusste kleine Persönlichkeiten schon von der 7. Klasse an bis hoch zur 11. Ich hatte das Gefühl, das sind ausgesuchte Schüler gewesen, aber die waren wirklich toll. Also da musste ich echt alle Register ziehen, dass ich die also tatsächlich begeistern konnte. Hat aber auch geklappt. Hat ja auch Riesenspaß gemacht. Aber was machen die jetzt an dieser Schule anders? Also hier löst sich der Klassenverband auf. Die treffen sich zwar noch einmal am Tag früh zur gemeinsamen Klassenstunde und dann, ich weiß nicht, ab 9, halb 10 lösen sich die Klassen dann auf und jeder geht in den Unterricht oder in den Lernraum, den er für wichtig erachtet. Also Klasse 7, 8 und 9, alle gleichzeitig auf einer Etage oder zwei Etagen und dann geht man eben zum Beispiel, sagen wir mal, zum Mathe. Da gibt es also ein Logbuch, das müssen sie auch führen. Das heißt also, am Ende müssen sie schon den ganzen Unterricht gemacht haben. Aber wenn der Schüler meint, also für diese Woche steht bei mir Mathe im Fokus, dann macht er also nichts weiter als Mathe. Bis er dann alles abgearbeitet hat. Und dabei ist es so interessant, also es könnte ja zum Beispiel sein, da ist jetzt jemand, der richtig cool ist in Mathe, und geht eigentlich erst in die Klasse 7, hat aber schon eine ganze Menge verstanden. Der interessiert sich aber auch schon für den Stoff 8 und 9. Dann macht er den auch. So, gleichzeitig ist aber einer, der in Mathe einigermaßen schwach ist, der lässt sich dann auch von einem 7-Klässler das erklären. Die Lehrer sind alle mit in dem, also in jedem Raum ist dann natürlich auch ein Lehrer, aber der hält sich absolut im Hintergrund. Der hat natürlich vorher sehr viel gemacht. Da musste also unendlich viel Material zusammentragen. Und für die Hochbegabten ist halt mehr Material da und für die langsam einfacher auch einfachere Aufgaben. Und wenn dann am Ende er mal gefragt wird, er sagt, jetzt habe ich das wirklich nicht verstanden, könnten Sie mir das nochmal erklären? Dann fragt er immer erst, wen von den Schülern hast du denn schon gefragt? Denn wenn ein Schüler einem Schüler etwas erklärt, dann ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ein Lehrer einem Schüler das erklärt. Zwei Aspekte, und zwar einerseits fühlt sich der Schüler viel besser in seinen Kameraden mit ein und wie der auch eventuell tickt, und zum anderen, also er benutzt ja auch eine ganz andere Sprache sicherlich, und zum anderen lernt der Erklärer ja auch gleichzeitig noch und festigt sein Wissen. Also ich finde das total genial, diese Art und Weise, ja, wie man
mit Lernstoff umgeht. So, und wenn man dann meint, jetzt bin ich soweit, dann geht der Schüler zum Lehrer und sagt, so, ich würde jetzt ganz gerne den Test schreiben. Ja, und das heißt also, der Langsame wird deutlich später zu diesem Test gehen, den aber auch absolvieren, und der Schnelle kann das vielleicht schon nach 2 Tagen und kümmert sich dann als nächstes um Erdkunde oder Geschichte oder so. Die arbeiten auch ganz viel mit Projekten und so. Aber ich wollte damit nur sagen, dass es sowas schon gibt. Zur kleinen Helene. Also die coache ich einmal im Monat. Und sie kommt dann, also die hat so lange gebettelt, dass sie wieder zu mir kommen darf. Also ein Jahr lang hatten wir mal erstmal nichts gemacht, aber nun war es wieder soweit und Mutti hat das endlich wieder erlaubt. Und meine Aufgabe ist also bei ihr, ihr ausreichend Herausforderndes für ihr wissbegieriges Gehirn zur Verfügung zu stellen, gleichzeitig aber auch Methoden an die Hand zu geben, wo sie sich selber mit beschäftigen können, die sie auch befähigt, auch mal zusätzlichen Stoff zu verarbeiten, beziehungsweise auf jeden Fall keine Langeweile aufkommen zu lassen. So, und diesmal haben wir es also so gemacht. Dann hatte ich habe ja so ein kleines Spiel, was noch nicht in der Produktion ist, also ist im Prinzip noch eine Vorbereitung. Und eine Aufgabe von dem Spiel ist, da gibt es so ein kleines Säckchen mit lauter kleinen Kärtchen drin, auf denen Wörter stehen. Also zum Beispiel, Findelkind oder Zitterrochen oder so etwas. Und die Aufgabe ist, wenn man jetzt 2 dieser Wörter findet, also da sind, glaube ich, fast 100 Wörter drin, dann aus diesen 2 Wörtern muss ein Gedicht gebaut werden. Also sie zog dann tatsächlich Findelkind und Zitterrochen raus und ich sagte ihr, also deine Aufgabe ist es, mit mir zusammen diese beiden Wörter, mit diesen Wörtern ein Gedicht zu machen. Und dann, also sie hat wirklich große Kulleraugen, das ist echt goldig. Also sie schaut mich an und sagt, was ist denn ein Findelkind? Dann habe ich ihr erklärt und dann sagte sie als nächstes, ja, aber die Wörter passen doch gar nicht zusammen. Also Findelkind und Zitterrochen, das. Er sagt, nee, meinst du nicht? Vielleicht scheint es aber auch nur so, dass sie unmöglich in ein Gedicht passen. Müssen wir vielleicht 2 Gedichte machen? Nee, die Aufgabe besteht aber ein Gedicht. Wie könnte man jetzt vorgehen? Was meinst du? Und dann sagte sie, naja, wir könnten ja vielleicht erst mal ein paar Reimwörter finden, also auf die sich diese Wörter reimen. Und ich sage, na supi, na dann machen wir doch mal. Und dann fanden wir heraus, dass also auf Rochen reimt sich Kochen und Wochen. Dann sagte sie, gebrochen hört sich aber auch. Na gut, und gekrochen auch. Okay. Und Kind, sagte sie dann, reimt sich auf Rind. Das war leicht. Und blind und Wind und geschwind. So, und als wir das dann so erarbeitet hatten, haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir mal nochmal, dann brauchen wir noch einen gewissen Rhythmus, dann haben wir ein paar Rhythmen auf den Tisch geklopft und dann sagt man, jetzt brauchen wir noch einen Anfang von dem Gedicht und fangen wir einfach an mit, das war einmal. Und dann dauerte es gar nicht so lange und das erste Gedicht stand. Als das Gedicht fertig war, also das könnte ich ja vielleicht mal sagen, also ich lese es mal vor, es war einmal ein Rind, das war ein bisschen blind. Es wohnte schon seit Wochen bei einem Zitterrochen, geschützt von Sturm und Wind. Es war ein Findelkind. Und wir beide klatschten uns ab und sagten, Mensch, das hat echt Spaß gemacht. Darf ich noch 2? Sagte sie natürlich gleich und dauerte nicht lange. Dann hatten wir noch plötzlich Ohrenkneifer und Windpocken. Na super. Also auch hier sind wir genauso vorgegangen, was reimt sich auf Kneifer und auf Windpocken sind wir, ja, bei Kneifer haben wir nicht allzu viel gefunden, also Greifer vielleicht und bei Pocken, da ging es wieder besser, also erschrocken, locken, hocken, Socken und so weiter. Und am Ende kam dann raus, es war einmal ein Ohrenkneifer, der hatte hinten scharfe Greifer. Er krabbelte im Hocken unter braune Locken und war doch ganz erschrocken, denn Luis hatte Windpocken. Also ich kam mir mit der kleinen Helene schon fast vor, als wenn wir beide ein kleiner Hans Erhard geworden sind.
Dann gab es gar kein Halten mehr, also die nächsten zwei mussten gezogen werden. Und das war dann, glaube ich, auch das eine unser Lieblingsgedicht dann nachher. Das sage ich zum Schluss nochmal. Also da ging es um Schluckauf und Zitronenfalter. Frühlingserwachen und Schneckenpost hatte so gezogen. Pudelmütze und Rettungsring. Und ich werde mal noch diese drei vorlesen. Und ja, dann gucken wir mal, was wir am Ende daraus machen. Also Schluckauf und Zitronenfalter. So. Es war mal ein Verwalter, der hielt sich einen Falter. Ein Schluckauf brachte ihn auf die Idee, Zitronenfalten wär okay. Da grinst der Schmetterling, hey Alter, ich bin ein Zitronenfalter. Und auch das gefiel uns nicht schlecht. Frühlingserwachen und Schneckenpost. Der Sommer hat gut lachen, er liebt des Frühlings Erwachen. Verschickt den kalten Frost gleich mit der Schneckenpost. Und Pudelmütze und Rettungsring. Ein Falter mit ner Pudelmütze landet in ner Dreckchenpfütze und dachte so bei sich, das ist ja ein Ding, zum Glück hab ich als Schmetterling immer dabei einen Rettungsring. Also ich glaube, wir hätten den ganzen Nachmittag so weitermachen können. Wir hatten echt viel Spaß. Und die Helene musste aber dann zum Sport. Ja, also was lernen wir daraus? Also wir machen in unserem Schulsystem viel zu wenig für unsere Hochbegabten. Und ich denke mal, da geht uns in Deutschland unfassbar viel Potenzial verloren. Ich erinnere mich da gerade an den Film mit Matt Damon und Robin Williams, also Good Will Hunting, unbedingt mal angucken. Da geht es ja auch darum, dass also einer, der ja eigentlich aus der Unterschicht kommt, ein junger Mann, aber ja, nichts aus seinem Potenzial macht und hat aber so eine genialen Gedanken, die also selbst die größten Professoren, also Probleme lösen kann, die großen Professoren nicht schaffen konnten. Und da wohl ganze Abhandlungen gemacht haben und Bücher geschrieben haben und der schreibt es einfach so hin. Und da gibt es also diese Angst, sagt, Mensch, der ist besser als ich, dem kann ich das Wasser nicht reichen. Und selbst der Robin Williams als Psychologe, der sagt ja, also ich könnte dir nicht das Wasser reichen mit deinem Wissen. Aber andererseits hast du auch deine Handicaps, du hast keine Erfahrung, du kannst vielleicht nicht so fühlen wie ich oder, naja, guck dir das mal an, diesen Film, der ist wirklich toll, wenn du den noch nicht gesehen hast. Aber das zeigt uns ja auch wieder, warum fördern wir solche kleinen Menschen in der Grundschule schon nicht mehr, sodass die dann irgendwann mal aussteigen? Also nicht nur Klassenkasper machen, sondern die kommen dann auch nicht mehr zur Schule. Die sind dann Schulverweigerer, die sind die Schulschwänzer. Und anstatt dessen, dass wir sie also wirklich in ihrer Begabung so weit fördern, dass die nachher unsere Elite werden könnte. Das ist eine Begabung. Da können die nichts dafür ursprünglich, dass ihr Gehirn einfach ein bisschen schneller arbeitet als das von anderen. Aber das darf man doch nicht irgendwie ja, verloren gehen lassen. Naja, also ich würde mich freuen, wenn du vielleicht auch mal Kontakt zu mir aufnimmst. Ich sag mal meine E-Mail-Adresse info@mindstation.de. Vielleicht hast du ja auch die eine oder andere Erfahrung gemacht mit Hochbegabten und du bist vielleicht selber hochbegabt und hast also die entsprechenden Herausforderungen. Vielleicht können wir ja gemeinsam irgendwann mal ein paar Dinge tun. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir heute noch viel Spaß und tolle Woche. Herzlichst dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen,
deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 9049 17 86 66 21 11. Gern lade ich dich ein, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens Vogt.